So, die Episoden des Darin neues Ausrufezeichen und wir haben hier das Auweia des Tages, die dritte Bonus-Episode. Die packen wir dann mal an. Eines Nachts in der Gilde. Hey, Sunflora, sieh mal. Der Mond sieht heute wirklich toll aus. Hä? Sunflora? Was machst du da? Was? Du schreibst etwas? Auweia! Nicht gucken! Das ist mir jetzt ja so peinlich. Auweia! 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 Was? Ah, jetzt verstehe ich. Das muss es sein. Du hast angefangen, ein Tagebuch zu führen, nicht wahr, Sunflora? Ja, um einen vergangenen Tag noch einmal Revue passieren zu lassen. Aus diesem Grund habe ich mich dazu entschlossen, nun von nun an ein Tagebuch zu führen. Es ist mir irgendwie unglaublich peinlich, aber ich stelle mich bloß an. Ich werde versuchen, jeden Tag etwas hineinzuschreiben. Das ist ja großartig. Gib dein Bestes, Sunflora. Und mach dir keine Sorgen, ich werde nicht versuchen, heimlich drin zu lesen. Heimlich drin zu lesen? Das ist nicht erlaubt. Ganz und gar nicht. Wenn jemand heimlich darin lesen würde... Auweia, 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 auweia. Nun, und wenn es nun ein ganz kurzes Durchblättern wäre? Nein, gar nicht gut. Das ist einfach nicht gut. Viel zu peinlich. Auweia. Ja, gut, dass sie nicht weiß, dass wir schon drin gelesen haben. Bonus Episode 3, das Auweia des Tages. Ich bin Sunflora. Ich bin ein Gildenlehrling. Das Leben in der Gilde gefällt mir sehr gut. Ich mag Schätze wirklich gerne. Und das Training macht einen Riesenspaß. Seitdem ich in der Gilde bin, haben sich meine Erkundungsfähigkeiten wirklich verbessert. Vor einigen Tagen wurde ich zum Gildenmeister gerufen. Ich war nervös. Ich war mir nicht sicher, weswegen er nach mir fragte. Also ging ich zur Kammer des Gildenmeisters, um herauszufinden. Auweia, ich wurde gelobt, weil ich wirklich hart gearbeitet und mich auf Erkundungen gut angestellt hatte. Auweia, was habe ich mich gefreut. Ich freute mich so sehr, dass ich Angst hatte zu platzen, aber an mein Selbstvertrauen könnte ich noch etwas arbeiten. Deswegen möchte ich noch viel vom Gildenmeister lernen. Ich mag die anderen Gildenlehrlinge wirklich sehr. Es macht Spaß, gemeinsam Zeit zu verbringen. Alle hier sind freundlich zu mir. Dass ich in dieser Gilde trainieren darf, das macht mich unbeschreiblich glücklich. Aber in Bezug auf meine Freunde, da gibt es etwas Besorgniserregendes zu berichten. Krakelo? Kommen wir zu dem, was mir Sorgen bereitet. Ich bin in letzter Zeit nicht sonderlich gut mit Krakelo ausgekommen. Gemeinsam mit der Erkundung mit Krakelo bin ich sogar ferngeblieben. Krakelo ist einmal trotz meiner Warnungen blind in einen Dungeon hineingerannt, woraufhin wir beide K.O. gegangen sind. Als ich zu mir kam, wurde mir klar, dass wir beide das Bewusstsein verloren hatten. Trotz meiner Warnungen. Unglaublich. Seit jedem Tag haben Krakelo und ich uns nicht mehr in die Augen blicken können. Das macht mir Sorgen. Aber es ist alles seine Schuld. Nach dem üblen Fehlverhalten hat sich Krakelo nicht einmal entschuldigt. Das ist einfach unverzeihlich. Oh, da bist du ja, Sunflora. Oh, hallo, Plaudergei. Ich habe nach dir gesucht. Es gibt etwas, was ich mit dir besprechen möchte. Komm bitte mit. Besprechen? Auweia, was das wohl bedeutet? Huh? Oberwachtmeister Magnezone? Hallo, Sunflora. Oberwachtmeister Magnezone besucht uns wegen eines speziellen Anliegens. Ein spezielles Anliegen? Stimmt, genau. Wir haben in letzter Zeit leider Probleme mit der Festnahme eines bestimmten Ganoven gehabt. Wir haben alles versucht, aber es nicht geschafft, ihn zu fangen. Um diesen Ganoven geht es. Sein Name ist Apollo. Er ist ein Ganove der Kategorie S. Er ist auch bekannt als der unbesiegbare Apollo. Unbesiegbar?
Stimmt genau. Egal wie oft man ihn K.O. gehen lässt, er taucht immer wieder auf, als wäre nichts geschehen. Dieser Apollo scheint wirklich unbesiegbar. Deswegen können wir ihn bisher noch nicht dingfest machen. Ein unbesiegbares Pokémon? Apollo? Also komm, Oberwachtmeister Magnezone, um die Dienste eines erfahrenen Erkunders der Gilde in Anspruch zu nehmen. Der Gildenmeister hat dem Oberwachtmeister jemanden empfohlen. Sunflora, diese Empfehlung bist du. Was? Ich? Sunflora, deine Fähigkeiten überragen die der anderen Lehrlinge. Auch ich glaube an dich. Gildenmeister? Ich... Auweia, Gildenmeister. Es gibt da ein Problem. Leider gibt es kein Pokémon, das dich begleiten könnte. Alle anderen sind mit ihren Gildenpflichten beschäftigt. Allein die Neuankömmlinge werden da... Apropos Neuankömmlinge. Wir haben Team Crosshard zur Erkundung des Wasserfalls geschickt. Und Bilica ist schlichtweg nicht erfahren genug. Er kann das noch nicht. Ist schon in Ordnung, Plaudergeil. Ich schaffe das schon allein. Gut, wir möchten dir nur nicht zu viel zumuten. Aber wir zählen auf dich. Apollo ist in die Quellhöhle entkommen. Dem Magnetilo-Report zufolge hält er sich dort versteckt. Wenn du dich jetzt aufmachst, solltest du ihn ohne Probleme einholen können. Die Quellhöhle also? Kein Problem. Gut, bin schon unterwegs, Gildenmeister. Einen Moment noch. Ja, bitte? Die Quellhöhle ist in der Nähe der heißen Quelle. Das heißt, unter ihr fließt Lava. Also ist die Wahrscheinlichkeit, dort auf Feuer-Pokémon zu treffen, recht hoch. Noch etwas. Apollo ist ein Gift-Pokémon. Du sprichst die verschiedenen Pokémon-Typen an? Genau. Ich bin ein Pflanzen-Pokémon. Das heißt, Angriffe vom Typ Feuer sowie vom Typ Gift richten bei mir großen Schaden an. Ich glaube ja kaum, dass in der Quellhülle nur schwache Pokémon auf mich lauern. Ich sollte Vorsicht walten lassen, alles andere wäre leichtsinnig. Da du diesen Auftrag erledigst, Sunflora, nehme ich an, dass es keine größeren Probleme geben dürfte. Ich gehe nur auf Nummer sicher. Man weiß ja nie. Ja, vielen Dank dafür. Das ist ein persönlicher Auftrag des Gildenmeisters. Ich darf keine Schwäche zeigen. Solange ich mich gut vorbereiten kann, dürfte es kein Problem sein. Das wird ein leichter Sieg werden. Ja, du machst das schon. Genau. Puh. War ich vielleicht nervös, einfach so aus dem Nichts heraus gefragt zu werden. Aber schließlich war es ein direkter Auftrag des Gildenmeisters. Oh, war ja, ich bin so froh. Als Repräsentant in der Gilde, da muss man sich schon von seiner besten Seite zeigen. Ich muss mich anstrengen und Apollo dingfest machen. Also besser nicht trödeln mit der Vorbereitung, damit ich bald los kann. Die Bonus-Episode, das Auweia des Tages mit Sunflora in der Hauptrolle. Du wirst die Geschichte mit Sunflora als spielbaren Charakter bestreiten. Ja, und Sunflora ist sogar auf dem genau demselben Level, wie ich mit meinem Hauptcharakter auch gerade bin. Irgendwie faszinierend. Wir haben auch gerade erfahren, dass das Ganze aus der aktuellen Sicht ein gutes Stück in der Vergangenheit spielt. Nämlich zu dem Zeitpunkt, wo wir gerade in der Wasserfallhöhle unterwegs waren. Das war also sogar noch vor der Gildenexpedition. Allerdings passt dann die Sache nicht zusammen, dass das Pandia-Café hier schon auf hat, weil die Wasserfallhöhle war, glaube ich, Kapitel 4 oder 5. Da bin ich mir nicht mehr sicher. Ich glaube 5. Das Pandia-Café hat erst im sechsten Kapitel aufgemacht. So. Elef Voltek ist leider nicht da. Ich müsste nur direkt mal schauen, was haben wir denn eigentlich so an Attacken. Absorber, Rasierblatt, Grasflöte, Sorgensamen, okay. Zumindest mal ein paar Sachen gut dabei, das passt. Rasierblatt zum... damit wir was für einen Fernkampf haben. So. ich habe nichts hier, okay. Wie viel Belebersamen habe ich denn hier eigentlich auf Lager? Das würde mich mal interessieren. Gar nicht mal so viele. Das ist nicht so toll. Äh,
muss jetzt erstmal schauen, dass ich hier überhaupt wieder... klarkomme. Ich habe die letzte Zeit, wenn ich was mit Mystery Dungeon gespielt habe, immer nur Super Mystery Dungeon gespielt und das läuft ja ein bisschen anders. Okay. Moment mal. Ich nehme mal ein paar Sinelbeeren mit. Äpfel werde ich höchstwahrscheinlich keine brauchen. Na gut, ich nehme einen mit. Eisendorns, warum nicht? Ein bisschen was zum Werfen ist nie schlecht. Nehme ich eine Millibasam mit oder nicht? Ich glaube eher nicht. Aber solche Sachen wären nicht schlecht. Ein Heilsamen. Ein Plosivsamen nehmen wir auch mal mit. Ein Schlafsamen. Warum nicht? Zwei Top-Elixiere. Ein Top-Samen. Wie viele Flea-Orbs habe ich hier eigentlich? Habe ich hier keine Star-Orbs? Ich sehe hier nur... ich glaube, ich habe hier irgendwo nur einen Stopper-Orb gesehen, nur zwei Stück. Ah doch, ich habe hier einen Star-Orb. Falls ich in den Monsterraum komme, brauche ich einen. Ich habe keine raumangreifenden Attacken hier. Habe ich jetzt nicht irgendwelche Trage-Items, die ich nutzen kann. Meine Attacken sind Absorber und Rasierblatt. Einer ist physisch, einer speziell. Das heißt, es bringt mich hier nicht sonderlich viel, auf einen von beiden Angriffstypen zu gehen. Lieber mehr Spezialverteidigung oder mehr Verteidigung? Als wenn ich wüsste, mit was die Apollo am Schluss nochmal angreifen. Ich nehme einfach das Blauband mit. Mir zumindest plus 1 auf alle Stats. Kann ich zumindest nicht viel falsch machen mit. So. Dann einfach mal hoffen, dass das Ganze jetzt reicht. Wir haben eh nur einen einzigen Ort, an dem wir hingehen können. Also gut, bevor ich mich auf den Weg mache, sollte ich meinen Auftrag bestätigen. Ich muss den Ganoven Apollo fangen. Oberwachtmeister Magnezone sagte, dass ich ihn schnell erwischen kann, wenn ich mich direkt auf den Weg mache. Wenn ich mich etwas beeile, habe ich das ruckzuck erledigt. Ja, alles klar, ich bin unterwegs. So, Quellhülle U1. Okay. Ach, schon ewig keinen Mystery Dungeon Himmel mehr gespielt. Was haben wir hier? Ein Defense Schal. Jetzt sollte ich vielleicht mal irgendwas fixieren. So. Hier geht's nur dahin, okay.
Was haben wir denn da? Eine Passivbeere. Kämpfen würde ich hier möglichst aus dem Weg gehen. Ich habe nicht allzu viele Attackenpunkte. Ein Strahlorb. Gut. Chaos-Samen. Was haben wir denn hier? Trefferorb, Strahlorb, Schlaforb, Lähmorb, Strahlorb. Nichts, was mich jetzt so nicht interessiert, beziehungsweise was es mir wert wäre, Geld dafür auszugeben. Ein Kraftband, ein Blendsamen. Ja, sogar recht gute Items, was wir hier finden. Da hört man, da ist man einmal und allein unterwegs in einem Dungeon voller Wasser hier und dann hat man kein Wasser-Pokémon hier. Wir sind schon in der oberen Quellhöhle. Ich bin ein gutes Stück weit gekommen. Wo steckt dieser Alpollo nur? Ist er noch tiefer in die Höhle geflohen? Hey, du. Du, was hast du da gerade gesagt? Sag bloß, du suchst mich. Wer ist das? Ich höre dich, aber ich kann dich nicht sehen. Du siehst mich nicht. Wenn das so ist, dann werde ich mich zeigen. Oh, weia. Du hast mich erschreckt. Ich bin Alpollo. Wenn du nach mir suchst, dann musst du ein Erkunder sein. Ganz genau. Mein Name ist Sunflora. Ich bin gekommen, dich festzunehmen. Mich festnehmen? Das hört sich ja interessant an. Hey, Sunflora, warum glaubst du, taucht dein Ganove-Weg genau von deiner Nase auf? Vielleicht, weil ich noch nicht gefangen worden bin? Alle Erkunder, die es probiert haben, sie haben aufgegeben und ihr Selbstvertrauen verloren. Diese Form der Enttäuschung. Ich erteile dir gerne eine Lektion, wie sich das so anfühlt. Nur zu. Ja, da haben wir direkt einen Bosskampf. So, du kriegst jetzt erstmal ein Rasierblatt und einen Absorber. Oh nee. Nicht mit mir. Dafür habe ich die Dinger doch dabei. Na gut, der erste Kampf lief ja dann mehr oder weniger unproblematisch. Puh, ich habe es irgendwie geschafft, ihn auszuschalten. Naja, dieser Alpollo hatte wohl nur ein großes Mundwerk, aber da steckte nichts dahinter. Er bewegt sich nicht mehr. Sieht aus, als sei er K.O. gegangen. Also beeile ich mich besser und nehme ihn fest. Juhu! Auweia, es ist zu hell. Ich sehe nichts. Auweia! Was? Ich weiß doch, dass ich ihn gerade auf die Bretter geschickt habe. Warum ist er plötzlich wieder munter? Hast du gesehen? Es ist unmöglich, mich fertig zu machen. Du fragst, warum? Tja, es ist so, weil ich unbesiegbar bin. Unbesiegbar? Oh, ich erinnere mich.
Unnötiger Flashback ist unnötig, das hatten wir doch erst. Unbesiegbarer Apollo. Ganz egal, wie viel Schaden ich abbekomme, das macht mir gar nichts aus. Anders als bei dir, du kriegst im Kampf ordentlich was ab. Und letzten Endes wirst du ermüden. Daher weißt du bereits, wer von uns beiden heute zuerst aufgeben wird. Und zwar du. So wie alle anderen Erkunder, die hier waren und versuchten, mich zu stellen. Oh. Verstehst du? Mich zu fassen ist unmöglich. Nun gib schon endlich auf. Oh, Vaya, ich werde dir einfach nicht mehr zuhören. Du denkst, ein kleiner Rückschlag wie dieser reicht aus, damit ich aufgebe? Ich werde dich weiterjagen und am Ende festnehmen, da kannst du sicher sein. Nur, warum ist er unbesiegbar?